Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ja, ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Ich habe diesen Bewertungsbildschirm ausgeschaltet und dann wurde direkt umgeblättert und Escape of Brule, Chapter 2. Ja, mehr ist eigentlich nicht passiert. Also keine Cutscene dazwischen. Das war hier das mit dem Panzer, was wir gesehen haben, aber mehr auch nicht. War ein bisschen unpraktisch hier im letzten Part, aber was soll's. Wir fangen an mit der Rettung. Kapitel 2, die Flucht von Brule. Yeah! ダルクスの布を巻いてやがる。なんだお前。ダルクス人だったのか。通りで油臭い家だと思ったぜ。ババアに油臭ダルクス人に。ここはブータ小屋買ってんだよ。 今すぐ出て行ってください。銃を下ろせ。ガキが扱える代物じゃねえ。イサラ、なんだてめえは。やろう。ダルクスのメス豚が。 私は大丈夫です。でもマーサさんが。マーサさん、いけない。陣痛が始まってる。動かすのは危険です。と言っても、ここで寝かせておくわけにはいかないよ。かなりの数の帝国兵が町に侵入してきている。風車と広場が制圧されるのは時間の問題だ。兄さん、庭の納屋に行きましょう。納屋に？ 父さんたちが残してくれたものが私たちを助けてくれるはずです。 Ein Rollstuhl? Flucht von Brule, die Legende unseres Vaters. Machen wir direkt weiter. Ui. Das ist ein Panzer. トーさんが乗っていた。父テーマーが将軍のために一両だけ製造したエーデルワイス号です。エーデルワイス号。10年以上も動かしていないはずじゃ。大丈夫です。いつでも動かせるように整備してあります。私が軍事教練で整備を専攻していたのは父のような技師になりたかったからです。整備って？ ミサラが一人でやったのかい？基本部分はほとんど手を加えていません。エンジンに新型のタービンを搭載して出力重量比の向上を図ってあります。今の時代の戦車と比較ても水準以上の火力と機動力を発揮できるはずです。父さんの戦車が動くのか？兄さんは気候訓練コースを選択していましたね。ああ。 高校の時一応ね。マーサさんを連れてきてください。戦車に乗せて安全なところに避難しましょう。戦車は私が運転します。兄さんは指示をお願いします。Alles klar. An dieses Bild solltet ihr euch schon mal ein bisschen gewöhnen. Alicia,
Yeah, we've got ourselves a tank, bitches. So, wer will mal schnuppern? So. So, und jetzt würde ich mal sagen, wir gehen direkt in die Schlacht, weil 5 Minuten passen mache ich ganz bestimmt nicht. Die Flucht von Brühl, der Rückzug von Brühl. Mein Gott, hier ist überall Brühl im Namen. Was soll denn das? Ja, wir schauen uns diese Episode an. Und jetzt werden wir erstmal sehen, wie es Alicia denn so geht. Aber erstmal, der Lade bricht. Oder? Was hast du denn jetzt gemacht? Der Gegner ist im Zentrum eines einzelnen Panzers und geht weiter in die Plaza der Hauptstraße. Wir müssen die Tore schützen auf dieser Straße. Wenn der Gegner da durchbricht, dann werden die evakuierenden Dorfbewohner in Gefahr sein. Nein, schon wieder ein Pfeil. Sie gehen wahrscheinlich die Tore und wollen sie zerstören. Der Tank wird bei ihnen sein. Der Panzer wird bei ihm sein. Unser Ziel ist es, diesen Panzer auseinanderzunehmen, während wir das Tor beschützen. Ohne Hilfe unseres Panzers ist es unmöglich für uns, diesen Panzer zu zerstören. Woher wissen die denn, dass wir schon einen Panzer bekommen? Rendezvous, ja, was soll das denn bedeuten? Wir müssen alles tun, um dieses Tor in ein Stück zu behalten. Ja, wir müssen den Panzer aufhalten. Ja, wir müssen uns überall in Schutz halten und so weiter und so fort. So. Panzer muss zerstört werden. Wir dürfen nicht sterben. Die Tore nicht zerstört werden. Kein Ding. Obwohl, ich glaube nicht, dass das... Ich glaube, die Mission war nicht so einfach. Deswegen aufpassen. Dum, 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 dum. Spielerphase. So. Tutorial-Teil. Ja, meinetwegen. Handgranaten. Wenn man sich hinter Sandsäcken platziert und kriechen drückt, dann wird die Verteidigung maximiert. Das habe ich schon erklärt, Mann. Ja, da kann er das Minus der Ebene. Ja. Explosive Sachen können Sandsäcke zerstören. Mit 4 können wir Granaten werfen. Granaten sind limitiert und müssen weise eingesetzt werden. Eine Handgranate wird pro Spielerphase wiederhergestellt. So, wir haben 4 Dinger. Und wir haben einen epischen Bartmann. So, da hinten haben wir den Panzer. Und ja, das war vielleicht jetzt nicht so klug, erstmal ihn zu nehmen. Wir gehen erstmal hier rein und machen einen auf Stealth. Nein, ist ein Scout mit einer Medaille oder Kommandopunkt. Es wäre vielleicht klug, ihn als erstes Platz zu machen, weil dann kommt der Gegner immer ein Kommandopunkt weniger. Mein Gott, was ist denn mit der? So. Zack! Jawohl. Genau, jetzt bekommt der Gegner nur einen. Ein Kommandopunkt weniger. Das ist schon mal gut. Und wir bleiben hier in Verteidigung. Ja, der epische Bartmann, der wird das schon schaffen. Er hat schon Sachen gesehen, von denen wir nur träumen können. Wir haben noch genug Zeit. So. Du gehst mal hier hin, weil wir können an solchen Türmen zum Beispiel hochklettern. Allerdings kann nur eine Person darauf. Und von hier aus können wir dann auch ein paar Gegner erledigen. Dann müsste ich aber erstmal welche sehen. Da ist der nächste mit einer Medaille. Ich würde sagen, um den kümmert sich hier. Er hier.
Wir müssen die Kommandopunkte loswerden. Oh Gott. Weil je weniger Kommandopunkte, desto weniger Sachen können die auch machen. Jawohl. Und der Panzer braucht maximal, minimal. Der braucht 2 Punkte. So, und mit ihm gehen wir jetzt hier wieder rauf und er ballert jetzt alles ab, was er sieht. So, mit Alicia. Übrigens, ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Missionen und so weiter noch ablaufen. Also, wenn ich jetzt hier irgendwelche Strategien oder so aus dem Hut zauber, dann liegt das hier wahrscheinlich nur im Anfängerglück wieder. Weil ich habe bestimmt nicht eher alle Sachen noch mal im Kopf. Deswegen, ich dachte, ich habe hier irgendwie eine Komplettlösung oder so hier neben liegen. Ich versuche das hier schon nach Gefühl alles zu machen. So. Dann geht es am besten noch ein bisschen weiter weg. Und dann kommt der Panzer vielleicht und macht dich schon im nächsten Zug kalt. Ach, warte mal, ich habe noch einen Kommandopunkt, ne? Ah. Dann mach mal nochmal Alicia. Just for the lols. Ja, das müsste reichen. Und komm schon. 3 Treffer. Jawohl. Läuft gut. So, und jetzt wieder weg. Ich glaube, wir gehen doch lieber hier hin. Weil hier ist allgemein voller Rundumschutz. So, da war ein produktiver Zug, finde ich. So, 4, 5, 6 Gegner haben wir noch. Da, jetzt kriegen sie nur noch 5. Vorhin hätten sie eigentlich 7 bekommen. Zum Glück habe ich die auseinandergenommen. So, der Panzer, der wird sich jetzt damit beschäftigen, das Tor kaputt zu hauen. Und wir können schießen, schießen, wenn wir wollen. Wird nichts bringen. Nein! Du Sack. Okay, zum Glück benutzt er nicht noch mehr Kommandopunkte. Und er wird von alles hier. Jawoll! Ha, schön. Wir müssen uns gleich nur noch um den Panzer Gedanken machen, wenn wir jetzt so weitergehen. Verdammt. Du machst auch irgendwie nichts, kann das sein? Uiuiui. Boah, eine Verteidigung. Und direkt nochmal. Ehrvoll. Was machst du da? Nein! Ja, sag mal, spinnst du? Ey. Über Recknight. Ein kleiner Teil des Schadens kann geheilt werden am Anfang jeder Spielerphase. Aber es gibt noch einen schnelleren Weg. Man benutzt Recknight. Das ist so eine Art Medikit, das man benutzen kann, auch indem man 4 drückt und das einen selber heilt. Ja, mehr nicht. So, wir sind am Anfang des Zuges und ich würde sagen, dann bleiben wir auch erstmal und im nächsten Zug machen wir dann weiter mit dem Rückzug von Brule. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Valkyria Chronicles. Tschüss!